Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen, die wieder hier eingeschaltet haben vom Planeten der Erde. Hi, ich hoffe, es geht euch gut. Ey, wir geben uns natürlich noch die neue Nacht-Session. Elif hat sich dazu entschieden, die Nacht-Sessions weiter Nacht-Session zu nennen. Also eine Akustikversion ihrer Songs. Und die ist jetzt online gekommen. Die erste Nacht-Session vom neuen Album zu Bomberjacke. Ich freue mich unfassbar doll drauf. Wir hören natürlich rein. Haben wir bei den älteren Nacht-Sessions auch schon immer gemacht. Und ja, wir hören rein, Freunde. Und übrigens, ich habe eine kleine Info. Ich habe auf jeden Fall was Gewinnspieltechnisches organisiert für euch mit Elif zusammen. Was genau und wann? Weitere Infos kommen, weil das noch nicht geplant ist alles. Aber wir haben auf jeden Fall die Zusage bekommen, dass wir das machen können. Also seid auf jeden Fall aufmerksam. Das wird dann entweder hier auf YouTube oder auf Instagram oder YouTube und Instagram sein. Ja, gut. Jetzt freue ich mich aber sehr drauf auf die neue Nachtsession zu Bomberjacke. Link zum Original ganz oben in der Beschreibung. Ich hoffe, euch geht's gut. Holt euch was Schönes zu essen, was zu trinken, wenn ihr wollt. Habt eine gute Zeit. Schaltet ab von euren Problems und fühlt euch alle mal geknuddelt und gedrückt. Ich habe gerade sehr komisch geknuddelt, aber fühlt euch ehrlich mal geknuddelt. Und ich will noch ein paar Leute von euch grüßen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt die Leute, die ich jetzt grüße, hier zusehen. Aber ich grüße Tom, ich grüße Melvin, ich grüße Jan, ich grüße Luca und ich grüße Lemmy und She. So, fühlt euch gegrüßt und gedrückt. Los geht's. Dieses Elif-Logo ist neu, oder? Das ist neu, das Logo. E. L. I. F. Elif. Da unten ist übrigens auch der Patch, den es in der. Den Patch hier unten gab es in der Nachtbox. Ich glaube, dass dein Geist gestern wieder in der Gegend war. Straßenlichter färben, Asphalt wieder Sepia. Kopf ist leer wie Pizzaschachteln, trinke Wein aus Tetrapacks. Vielleicht lieg ich falsch, auch denk, dass wir kein Fehler waren. Mein Gesicht spiegelt sich. Oh, ich find's jetzt schon nice. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ihre raue, kratzige, nein, nicht wirklich kratzige, eher rauchige Stimme so ein bisschen. Mein Gesicht spiegelt sich in einer Pfütze. So geil. Benzingeschmack, Bump, Beton, keine Küste. Berliner Luft riecht ein bisschen nach Vermissen. Frag mich nicht, was wäre, wenn. Oh, wunderschön. Alles. Ich mag ja bei den Nachtsessions, dass es logischerweise so ein bisschen ruhiger ist, aber auch, dass man einfach so gewisse Arten und Weisen anders raushört, einfach, weil es anders gesungen ist. Und es ist halt immer nochmal crazy fürs Mind, wie gut Elif halt performen kann. Ich laufe alleine durch die Stadt. Boah. Es ist November, doch nicht kalt. Von innen rot und außen schwarz. Diese Bomberjacke, sie ist so groß, aber sie passt. Ich laufe alleine durch die Stadt. Und wie hoch sie auf einmal kommen kann, das ist wirklich insane. Es ist November, doch nicht kalt. Wenn ich sie trage, sind wir zusammen. Fehlen nur 21 Gramm. Früher war da deine Hand in der Bomberjacke. Der Boden bebt, wenn die Straßenbahn rollt. Wow. Fliegen, ich bin ohne dich. Hab das Gefühl, dass mich ein Schatten verfolgt. Wie war das bei den letzten? Gab es sie auch auf Spotify, die Acoustic Versions? Ich glaube leider nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Weil ich finde die gerade super angenehm. Sieh in die Gassen, frag mich, wo du bist. Kids vom Block sitzen wieder auf dem Bordstein. 13 Jahre alt und rauchen wie ein Schornstein. Die Stadt, die niemals schläft, jeder unter Leistungsdruck. Das Patch am Arm ist fast kaputt, so wie mein Reißverschluss. Ich denk an dich, Himmelblau, nur der Block ist grau. Benzerbrettern, Modus Mio aus dem Kofferraum. Türkische. Also es ist wirklich krass, wie anders dieser Song direkt wirkt. Mädchen setzen nach der Party Kopftuch auf. Den Schmerz erträgt man nur, wenn man noch an die Hoffnung glaubt. Das ist mein Lieblingsteil aus dem ganzen Song übrigens. Den Schmerz erträgt man nur, wenn man an die Hoffnung glaubt. Auf alleine durch die Stadt. Es ist November, doch nicht kalt. Von innen rot und außen schwarz. Diese Bomberjacke, auch, sie ist so wie groß, sie sich aber bewegt sie passt. Und die Augen manchmal so zumacht. Ich laufe alleine durch die Stadt. Es ist November, doch nicht kalt. Weil man sieht, wie sehr sie sich fühlt. Wenn ich sie trage, sind wir zusammen. Fehlen nur 21 Gramm. Früher war da deine Hand in der Bomberjacke. Der Boden bebt, wenn die Straßenbahn rollt. Die Tauben fliegen, ich bin ohne dich.
hab das Gefühl, dass mich ein Schatten verfolgt. Auch gerade, wie sie gesagt hat, hab das Gefühl, bei Gefühl wird es ein bisschen tiefer einfach. Das sind so, keine Ahnung, das macht noch was anderes aus, wenn man das so hört, als wenn man immer nur die Studioversion hört. Fliegen, ich bin ohne dich, hab das Gefühl, dass mich ein Schatten verfolgt. Seh in die Gassen, frag mich, wo du bist. Der Boden bebt, wenn die Straßenbahn rollt. Die Tauben fliegen, ich bin ohne dich. Wow. Hab das Gefühl, dass mich ein Schatten verfolgt. Seh in die Gassen, frag mich, wo du bist. Boah, das Ende auch. Am Ende immer, es ist wirklich krass bei Elif, so diese Performance, wie sie auch mit der Kamera spielt und am Ende hier einfach so richtig in deine Seele reinguckt. So. Seh in die Gassen, frag mich, wo du bist. So, diese Hoffnung, Hoffnungslosigkeit oder. Da passiert so viel in ihrem Gesicht einfach. Krass. Sehr, sehr coole Nachtsession-Akustik-Version geworden, muss ich sagen. Sehr cool. Ey, ultra, ultra nice, dass sie die weiterhin macht, auch fürs neue Album, weil das sind so kleine Happen für zwischendurch. Und manche Songs habe ich ja in der Nachtversion mehr gefühlt, manche nicht. Aber manche habe ich da nochmal mehr oder anders gefühlt, auf jeden Fall. Und gerade auch Bomberjacke kommt hier nochmal anders rüber, hat einen anderen Vibe, wenn es so ein bisschen ruhiger, persönlicher sich vielleicht anfühlt. Und keine Ahnung, war irgendwie sehr, sehr cool. Ging jetzt sehr schnell um. Das Video ist gerade mal 6 Minuten lang, es tut mir leid, Freunde, aber wir hatten ja heute schon ein sehr langes Video, deswegen hoffe ich, dass es für euch gerade so noch vertretbar ist hier, ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Nachtversion fandet, welche fandet ihr besser, die Studioversion, die als Musikvideo auch rausgekommen ist, oder diese hier. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon bei einem weiteren wunderbaren Video sehr bald, nämlich ja, morgen. Bleibt so frisch und gut aussehen wie immer und ciao.